Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 155. Jeden Freitag 6 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in letzter Woche an meiner Modellbahn so Schönes gemacht habe. Ich bin der Uli und los geht's. Ja, heute mal wieder von einer recht ungewöhnlichen Perspektive. Ich stehe vor meiner Modellbahn, habe meine Kamera auf die Modellbahn gerichtet, quetsche mich hier irgendwo ins Bild mit rein, denn ich habe hier ein Weitwinkelobjektiv drin, dass wir mal ein bisschen mehr so nach hinten wegsehen können. Auf der anderen Seite, manch einer weiß es ja, da geht es ja nochmal so weit und das Ganze ist ja in einen Schrank verbaut, wo ich hier oben mit einem Rollo das Ganze, hier sieht man es ein kleines bisschen wackelt oben in der Ecke, mit einem elektrischen Rollo, wo ich das Ganze entsprechend dann verschließen kann. Und deswegen, warum melde ich mich, weswegen wollte ich sagen, nicht deswegen melde ich mich jetzt hier von der Bahn, denn ich habe mal wieder was gekauft, das möchte ich euch natürlich präsentieren, nachdem ich euch in der letzten Woche schon gezeigt habe, was ich für einen Fund unter meiner Bahn gemacht habe. Und heute möchte ich euch mal zeigen, das kam auch diese Woche hier an, da habe ich mal wieder ein Schnäppchen gemacht. Ich bin ja ein bisschen im Aufstocken von meinem Fuhrpark. Ich habe zwar jede Menge Waggons und Wagen dastehen, die in meinem Schrank darauf warten, endlich mal mit Magnetkupplungen versorgt zu werden. Die habe ich ja alle schon da. Ich habe da drüben bestimmt 100 Magnetkupplungen liegen, stromführende Magnetkupplungen liegen, die alle noch verbaut werden müssen. Das ist natürlich noch eine richtige Fleißarbeit, die auf mich zukommt. Keine Sorge, ich zeige euch nicht alle 100 Waggons, wie ich die da mit den, oder auch Loks, die ich da mit den Magnetkupplungen umbauen werde. Bei den Loks werde ich es natürlich machen, denn da habe ich ja auch schon die meisten offen. Und die bekommen ja alle noch die Glockenankermotoren rein, die bekommen teilweise noch Decoder rein oder neue Decoder rein, werden also umgebaut, werden mit LED-Licht vernünftig ausgestattet, so wie ich es bei diesen Loks hier gemacht habe. Habe ich jetzt überhaupt eine stehen hier? Ach, die sind alle hier hinten. Moment mal, ich versuche das jetzt mal hier ohne rumzuklappern. Denn diese hier zum Beispiel, die habe ich euch ja damals gezeigt. Ich kann es mal verlinken. Die hat ja hier vorne pro Lampe, eine eigene LED, auf der Rückseite natürlich auch. Und hier haben wir ja die stromführenden Magnetkupplungen dran, die ich ja dann benutze mit diesen Wagen hier zum Beispiel. Wenn ich die aneinander pappe, dann nehmen ja die Wagen an den Rädern einzeln den Strom für die Lok mit auf, was natürlich ein wunderbares Fahrverhalten gibt. Ich habe also was das Ganze jetzt hier mit verdreckten Gleisen, natürlich muss man die sauber halten, ist auch klar, habe ich jetzt nicht so zu kämpfen, wenn ich mal irgendwo über eine schlechte Stelle fahre, zum Beispiel eine Weiche, die nicht richtig will, dann nehmen natürlich die gesamten Wagen, die hinten dran hängen, ich weiß nicht, man wird es hier nicht sehen, ich kann es aber mal verlinken in die ganze Playlist dazu, wo ich das gemacht habe, dass das Ganze hier sieht man es, ne? Hängt einfach unten dran mit dem Magneten, passt schon. Entweder zu staubig oder ich habe wieder mal die Klimaanlage zu doll angemacht im Auto. Hier mache ich es sehr selten an einem Raum. Wenn es nachher richtig warm wird, dann ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, die Waggons, von denen ich gesprochen habe, die ich jetzt mal wieder bei eBay mir besorgt habe. Zum einen wollte ich mal was fragen an die Experten. Kennt ihr diese Reinigungswagen? Die haben hier drunter ein Filz. Also nicht die Zwerge, darunter liegt nochmal ein Blech, was das Ganze andrückt. Und hier oben, in den von Herkat ist das übrigens, hier oben habe ich eine Öffnung, da kann ich den Stöpsel ziehen und kann hier zum Beispiel SR24 einfüllen. Man sieht es jetzt hier schon, hier unten, ich habe es benutzt, ich habe es verwendet. Hier habe ich mir noch einen zweiten Wagen davon gekauft. So ein Kesselwaggon ist das jetzt hier. Habe ich auch schon benutzt. Hier auf der einen irgendwie ist jetzt gerade ein Schild, das liegt wahrscheinlich drin. Aber die werden natürlich auch gealtert. Die bleiben jetzt nicht so, auch wenn sie jetzt einen Zweck erfüllen und alles reinigen sollen. Ich habe also doch recht gute Erfahrung schon damit gemacht. Das ist also eine sehr, sehr schonende Reinigung. Und ich muss ja nicht mit irgendwie mit dem Läppchen über die Gleise rennen, sondern ich ziehe die einfach hinterher. Hier wird SA24 aufgetragen, gleichzeitig geputzt. Danach schicke ich, sage ich mal, noch ein paar Wagen wie diese hier hinterher. Ich lasse mal den einen stehen, die ja die Reinigungszwerge drunter haben. Die habe ich beschwert mit Bleikugeln, damit die richtig schön aufliegen. So sehen sie eigentlich aus. Eigentlich sind es nämlich
3 Bleikugeln und nicht bloß 2 wie auf dem anderen. Und damit habe ich recht gute Erfolge. Was ich nicht so prall finde, ist dieser Reinigungswaggon. Ich wollte gar nicht über Reinigung heute reden, aber ist egal. Den mag ich nicht so. Der ist irgendwie, keine Ahnung, ob der an den Gleisen hängen bleibt oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Und den Tomix, der steht ganz da hinten. Das hatte ich ja schon gesagt. Den nutze ich nur noch als Staubsauger. Den verwende ich also mit seinem Schleif. Pad da unten gar nicht mehr. Also da hätte ich mir auch einen Van Lux kaufen können oder irgend sowas, der nur saugt. Aber zum Saugen ist er hervorragend übrigens verwendbar. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Jetzt wollte ich euch eigentlich noch zeigen, worum es sonst noch geht. Ich packe mal die beiden Reinigungslümmel hier wieder weg. So, ein bisschen zur Seite. Und zwar habe ich mir hier sie gekauft. Kesselwagen, die sind auch gebraucht, auch bei eBay, auch richtig günstig. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie aufgehabt. Das heißt nie, die kam ja auch erst. Also, aber ich habe sie halt noch nicht aufgemacht. Und das sind hübsche Modelle. Ich mag ja diese kleinen Kesselwagen so. Ich mag diese großen nicht so mit den doppelten, die sehen genauso aus wie die von Herkart, nur dass sie keine Reinigungsfunktion haben. Nette kleine Dingerchen, verschiedene Marken drauf, die mich sowieso nicht interessieren, da ich das ja, wie gesagt, alles altere, alles auf meine eigene Sache ummünzen werde, habe ich mir hier gekauft. Das fand ich also sehr, sehr nett. Habe ich mich gefreut. Ich denke mal, die brauche ich jetzt nicht alle einzeln auszupacken. Jeder weiß, wie die aussehen. Und ich stelle sie mal hier unten hin. Und selbiges von einem anderen Anbieter. Hier ist es tatsächlich noch zu. Bisschen rumrascheln, mal weg vom Mikrofon nehmen. Man sieht es schon, brauche ich im Grunde genommen auch nicht auspacken, aber ich mache es jetzt mal der Vollständigkeit halber. Ich habe ein Messer hingelegt, das wäre auch nicht schlecht gewesen. So, hier haben wir ein Messer. Basteltisch ist ja gleich hier drüben, das passt schon. So, jawohl. Das nennt man Vorbereitung. Also seht ihr wenigstens, dass das Ganze noch nicht ausgepackt war. Wenn ich es mal sage, ich habe es noch nicht ausgepackt, ich habe mir es noch nicht angeguckt. Die habe ich, glaube ich, allerdings schon etwas länger. Vor 3-4 Wochen habe ich die schon bekommen oder sogar noch einen Zacken länger. Habe sie auch mal wieder nicht ausgepackt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, man kriegt irgendwas und packt es nicht aus. Freut sich ja doch irgendwo, sonst hätte man es ja nicht gekauft, oder? Meine Herren, naja, egal. Das war ja ein Stimmchen gerade von mir. Ja, die sehen richtig gut aus, sehe ich gerade. Ich will es euch gleich in die Kamera halten, ohne jetzt, dass ich hier noch meine Signale abreise von der Bahn. Da sind sie. Sehen natürlich genauso aus wie die anderen. Richtig Schmuck. Gefällt mir. Das sind zwei Shell-Waggons. Shell ist doch eine Muschel, oder? Von Aral, blau, weiß ich noch nicht, wie ich sie bemalen werde. Ich werde sie wahrscheinlich die erste Zeit noch nicht bemalen und werde sie so fahren lassen. Ich finde die richtig nett und ich muss dazu sagen, ich hatte noch keine Kesselwagen. Warum auch immer. Ich habe alles Mögliche da, von Niederbord, Hochbord, alles was hier so rumsteht. Und im Schrank ist natürlich der größte Teil auch noch da. Und hier habe ich kurz was ich habe das hier so ein bisschen abgezupft. Das kann ich aber in Ruhe. Ach, es geht schon wieder ran. Alles klar. So, auch der ist da. Sieht genauso aus wie der andere Shell. Nur, dass ich hier gerade diese Plattform abgemacht habe. Das mache ich aber nachher mal in Ruhe. Das mache ich jetzt hier nicht auf der Schnelle so vor der Kamera an. Und somit wird der Fuhrpark immer größer. Und gemeinsam mit meinen Loks, die ich da drüben noch habe, da habe ich 2-3 Schätzchen übrigens auch ersteigern können. Meines Erachtens ältere Modelle. Von Märklin, also Mini-Tricks und noch ein bisschen, ja, das mache ich mal in den nächsten Tagen. Das sind richtig tolle Modelle dabei, wo ich mich so gefreut habe. Sicherlich haben die ein Zäckchen Geld gekostet, aber ich fand die so cool, sagt man das heute noch? Ihr wisst, was ich meine. Mir haben sie richtig gut gefallen. Und da komme ich aber die Tage noch mal mit drauf. Ich muss mal gucken, wie ich so ein bisschen hinkomme mit der Zeit. Da ja, wie gesagt, das Wetter sehr, sehr schön draußen ist, obwohl unter der Woche bin ich sowieso nicht unterwegs. Da muss ich ja auch noch ein bisschen arbeiten und solche Sachen. Und Sommerpause in dem Fall mache ich jetzt nicht, wie viele das von euch so zelebrieren, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ich bin also immer da. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jede Woche schaffen werde. Zumal ich ja jetzt auch noch die Videos gemacht habe für den anderen Kanal.
das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Ja? Da hatte ich schon mal überlegt, ob das, Mensch, hast du nicht einen Fehler gemacht, hast du dir nicht zu viel aufgebürdet, aber eigentlich nicht, weil ich will die Videos hier in der Regelmäßigkeit lassen, da will ich nichts verändern. Ich werde auf dem anderen Kanal sicherlich nicht so regelmäßig das machen, aber ich werde, da ich ja sowieso, wenn ich was bastle, so ziemlich jeden Arbeitsschritt immer filme und muss dann die Videos zusammenstellen, die ich dann hier auf dem Kanal zeige, da muss ich wahnsinnig viel rausschneiden. Also ich muss bestimmt 90-95% meines Videomaterials, was ich so aufnehme, schneide ich tatsächlich raus. Und da sind natürlich viele, viele Basteleien dabei, die ich euch vielleicht lieber zeigen würde, wollen würde. Was allerdings jetzt hier für dieses Kanälchen nicht so richtig passt. Das Thema hatte ich ja schon mal, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Und da werde ich das natürlich dann nutzen und werde dann diese etwas ausführlicheren Videos zu bestimmten Themen euch dort präsentieren. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht. Ich baue gerade Bäume, also das Laserhäuschen-Projekt ist soweit fertig. Auch wenn ihr noch nicht alles zu sehen bekommen habt, das funktioniert auch alles mit den Lämpchen. Da komme ich übrigens sowieso noch drauf. Ich wollte euch heute was ganz anderes zeigen, fällt mir gerade ein oder extra noch. Aber das rennt ja alles nicht weg, zumal ich ja eh es gerade nicht so die Zeit immer habe. Da kann ich das auf nächste Woche noch mit verschieben. Und da geht es um die Module und über die Stromversorgung und solche Sachen. Das wollte ich euch eigentlich, deswegen ist die Kamera eigentlich hier. Naja, ist egal. Passt schon irgendwo. Und ja, das war eigentlich das Thema, was ich euch noch mitteilen wollte zu dem Ganzen, wie ich das jetzt aufteilen möchte in irgendeiner Form. Ich gucke immer dahinter, ihr merkt das vielleicht, da hinten ist da liegen die Waggons lose rum. Keine Ahnung, was ich da wieder fabriziert habe. Aber das möchte ich jetzt nicht als Thema bringen. Ist ja auch egal irgendwo, aber irgendwie hat es mich gerade angefixt. Sagt man das? Geflasht? Irgendwie. Und deswegen gucke ich da immer wieder hin, weil ich gerade überlege, wann das passiert ist und wie das passiert ist, was ich da als letztes gemacht habe da hinten, weil das ist ja schon eine Weile her. Auf jeden Fall möchte ich mal noch vielleicht zum Thema bringen, was die nächsten Tage und Wochen euch erwartet oder was mich erwartet oder uns erwartet, was ich alles machen möchte. Ich habe nämlich hier oben, jetzt quatsche ich hier schon wieder ewig für nichts, hatte ich ja mal vor einiger Zeit mir Bahnhofsplattformen gedruckt. Als Vorlage habe ich diesen Originalbahnsteig, der da hinten ist, den ich ja damals ein bisschen umgewandelt habe, wo das ganze Dach verändert wurde, wenn man das noch Dach nennen kann. Und da habe ich das zum Vorbild genommen und habe mir aufgrund dessen diese Teile nachgedruckt oder selber erstellt. Mit Bahnhofskante, mit allem drum und dran, was man so brauchen kann. Mit, ja, oben allem, was man so braucht, mit Verlängerungsmodulen. Das heißt, ich kann mir den Bahnsteig noch verlängern, wie ich das möchte. Habe mir auch dazu passend diese schrägen Rampen noch erstellt. Das ist also alles von mir selber erstellt, die ich dann am Ende dran machen kann. Hier so, ne, so kommen die da dran. Und ich kann also ganz flexibel, ich könnte eben sogar in der Mitte des Bahnsteigs so eine Senke reinmachen, wie für so einen ländlichen Bahnsteig. Das kann ich also alles mit diesen Teilen mir bauen. Das kommt also demnächst. Dieser Bahnsteig wird natürlich hier dran kommen, hier vorne. Und dann entsprechend ein Häuschen dahin basteln, friemeln. Wahrscheinlich auch im Lasercut, muss ich mal sehen, wie ich es mache. Und hier vorne, hier ist ja die Plattform, wo dieser Aralwagen drauf steht. Da ist ja, wo ich damals das gebaut habe, hier ist ja so ein bisschen vorgebaut. Da soll irgendwas hinkommen, so Kaffeemäßiges, Biergartenmäßiges. Sozusagen, dass die Preiserleins, die da oben drauf sitzen, eine wunderschöne Sicht auf mein Zimmer haben. Und fand ich recht nett irgendwo, weil das hatte irgendwo sich angeboten mit den Steinen damals. Den gemacht doch das hier irgendwo alles hin. Und ich hatte auch den Gedanken, ob ich hier oben noch mehr Gleise anbringe, weil das eine wunderschöne Sache ist, wo man drauf guckt, wenn man vor der Bahn steht, kann man da wunderbar, hier hinten, kann man da wunderbar, wo die ganzen Wagen eigentlich hier oben stehen, einen schönen Bahnhof andeuten. Dann habe ich aber überlegt, eigentlich Quatsch, was kommt denn da vor? Da würde irgendwas fehlen, weil ich sage mal, auf der anderen Seite kann ich ja auf der anderen Zimmerseite, ja, da kommt ja das ganze Betriebswerk, da kommt der große Bahnhof hin und so weiter. Da kann ich genug Wagen abstellen. Vielleicht lasse ich das so ein bisschen wie in ländlichen Bereich hier irgendwo und dann passt das irgendwie. Ja gut, jetzt habe ich schon wieder eine Viertelstunde erzählt von Gott und der Welt und was ich alles so vorhabe. Dann würde ich sagen, belasse ich es dabei für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wir sehen uns auch gerne im nächsten Video auf den Modell Creations Kanal.
wieder. Da kommt das nächste Video, wird jetzt demnächst hochgeladen. Das ist soweit alles fertig. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns in der nächsten Woche, sofern alles gut geht. Und ich wünsche euch wunderschöne, sonnige Tage. Ein bisschen Regen wäre nicht schlecht, aber ist egal. Egal nicht, aber wir werden schon sehen, was uns alles so blüht. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, euer Olli.